Wem schaust du deiner Meinung nach am ähnlichsten? Viele sagen immer so eine Mischung aus Brad Pitt und George Clooney. Ich werde die platzieren, die zwei Köpfe neben deinem Gesicht jetzt gerade, und dann können wir das vergleichen. Also das ist wirklich. Habe ich jetzt oft gehört. Ich glaube George Clooney. Sagst du das jetzt? Ja, klar, das Lachen vor allem. George Clooney. Ashton Kutcher. Wow. Bradley Cooper. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie ich jetzt auch einen Cooper seinen Kopf neben deinen Kopf positioniere. Ja, doch, aber wirklich. Kann man echt sagen. Ist aber ein cooler Typ. Ja. Super richtig cooler ja, Typ. Ja, super Film. Bin ja gespannt, was da mit Lady Gaga rauskommt. Ob er jetzt mit ihr zusammen ist? Ja, das sage ich dann noch nicht. Das weißt du schon. Wem schaust du deiner Meinung nach am ähnlichsten? Kann auch ein Prominenter sein. Also viele Leute haben mich verglichen mit Lukas Podolski. Also selbst in Straubing war ich mal abends in der Stadt unterwegs, wollten was essen gehen. Und dann kam ein kleiner Junge zu mir her und wollte ein Autogramm, weil er dachte, ich bin Lukas Podolski. Aber und meine Oma sagt das irgendwie auch immer. Also ich habe keine Ahnung, ob ich ihm so ähnlich sehe. Viele sagen wie Mats Hummels. Mats Hummels? Mhm. Aber jetzt, wo es das sagt, stimmt. Habe ich öfters gehört. Ich werde nur ab und zu darauf angesprochen, dass ich, wenn ich ab und zu mal so einen Man-Bun hinten habe, wie Loris Karius ausschauen soll, angeblich. Das ist der Torhüter, der Champions-League-Finale die Eier kassiert hat. Das hast du jetzt gesagt, aber ja. Genau der ist es. Ja, aber das stimmt echt. Wem schaust du deiner Meinung nach am ähnlichsten? Kann auch ein Promi sein. Also wenn ich es so mache und du dir vielleicht daheim vor's Kind halt, dann war da schon ein bisschen Ähnlichkeit da. Jetzt haben beide so ein schönes, langes, dunkles Haar. Hätte man schon ein bisschen Verwechslungsgefahr. Nein. Da war jetzt beide so unten den Bart so ein bisschen verdecken, wenn man nur den Schnauzer sieht. So. Ja. Schön mit dem Haar noch. Ist nicht. Gut. Das heißt, könnten dann die Fans entscheiden, ob rechts oder links. Aber eigentlich. Aber ich habe ein bisschen volleres Haar, glaube ich. Ja, so ein bisschen wellig auch. Du hast ein brutal dünnes Haar. Keine Ahnung. Fass mir meine Haare an. Ja, aber du hast ja da ein schönes Haarprodukt drin. Nein, und so. Das ist all natural. Ja? Also ich persönlich nutze das natürlich gerne und beschmücke mich gerne damit, aber eigentlich ist das so eine Frage, die wird nie gestellt, aber du bist jemand, der sie stellt, und wenn sie kommt, muss ich die Antwort so prägnant und dir direkt ins Gesicht sagen, dass ich eigentlich gerade keine andere Wahl hatte. Also geil, dass du die Frage gestellt hast. Oh.